Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ein neues Gesicht. Wunderbar. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen. Und bin gerade erst wieder zurück. Und Windhauche. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserung könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Incendio! Wenn das nicht Slytherins neuestes Besenwunder ist.
Hallo Imelda. Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besen? Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? Weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du kannst doch kein Slytherin sein. Pff, dieser mottenzerfressene Hut lässt wohl langsam nach. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Slytherin. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Das macht echt Spaß. Das gefällt mir schon viel besser. Das lief nicht so gut. Geschafft. Das gefällt mir schon viel besser. Super! Du hast doch geschummelt. Ugh. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur... Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe.
Ah, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang... Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen.